Leute, im letzten Video habe ich über Auslöser gesprochen für Pickelchen an deinem Hintergestell. Aber was soll man denn machen, wenn die Teile erstmal da sind? Ich wäre nicht euer Online-Bruder, wenn ich nur über die Auslöser von Pickelchen an eurem Sitzfleisch sprechen würde. Nein, natürlich nicht. Heute kommt Online-Bruder Korte mit den passenden Lösungen um die Ecke, damit ihr diese hässlichen, miesen, kleinen, ekligen Pickelchen von eurem Hinterteil wieder loswerdet. Und wenn du jemanden in deiner Fußballmannschaft hast, dessen Kadaver aussieht wie ein Minenfeld, dem kannst du das Video an dieser Stelle definitiv schon mal weiterleiten. Du solltest deine Haut täglich reinigen. Das sollte eigentlich grundsätzlich klar sein. Aber gerade dann, wenn du unter Pickelchen an deinem kleinen süßen Kulo leidest, gerade dann solltest du deine Haut erst recht täglich reinigen und zur Reinigung auch ein Reinigungsgel, mildes Reinigungsgel benutzen, bestenfalls mit Salicylsäure. Salicylsäure löst nämlich Hautschüppchen ganz einfach und schont ruckzuck ab und deine Haut fühlt sich danach wirklich super an. Passende Produkte verlinke ich euch selbstverständlich wie immer unten in der Infobox. Gerade bei Pickeln ist die Hygiene das A und O und aus dem Grund solltest du auch immer ausschließlich nur frische Handtücher zum Abtrocknen benutzen und achte auch darauf, dass niemand anderes dieses Handtuch verwendet, sondern dass es wirklich dein eigenes Handtuch ist und nur du ausschließlich dieses Handtuch verwendest. Und wenn du es mehrmals verwendest, maximal dreimal, dann wäschst du das Handtuch wieder und fertig ist die Kirsche. Wer zu harten, verstopften Teigdrüsen am allerwertesten neigt und wenn so kleine Knubbel dort entstehen, wenn das passiert, dann solltest du auf jeden Fall Minimum einmal pro Woche deine Haut peelen, um so deine Haut von alten Hautschüppchen ganz entspannt und schonend zu befreien. So können nämlich oberflächliche Verhornungen auf der Haut ganz glimpflich abgetragen werden, deine Haut wird besser durchblutet und am Ende des Tages wird deine Haut auch empfänglicher für die Pflege danach. Stichwort Pflege, du solltest deine Kehrseite natürlich auch pflegen und nach der Dusche dementsprechend eincremen. Aber womit cremt man denn eigentlich sein Allerwertesten ein? Meine Empfehlung, Leute, benutzt eine leichte Pflege und keine fetthaltigen Produkte oder sehr schweren Produkte. Wenn ihr nämlich zum Beispiel fetthaltige Körperbutter oder Körpercremes, Lotions benutzt, dann ist es halt so, dass die Teigdrüsen möglicherweise noch weiter verstopft werden und das führt dann wiederum zu mehr Pickeln. Also eine leichte Pflege für euren schönen Kulo. Und bei der Pflege auch auf Wirkstoffe setzen, die Hautschuppen sanft abtragen. Wenn es aber dann doch mal zu einer Entzündung kommt und sich ein Pickel oder mehrere Pickel entzünden oder einige Pickel einfach wesentlich größer werden, dann solltest du punktuell pflegen. Zum Beispiel mit einer Zinksalbe, mit einer austrocknenden Zinksalbe oder zum Beispiel mit zinkhaltigen Cremes, die dementsprechend dann punktuell die Bereiche bearbeiten. Zink wirkt nämlich antientzündlich und trocknet eure Pickelchen aus. Und bitte dran denken, wenn ihr Zinksalbe verwendet, dann auf jeden Fall die Zinksalbe nur dann auftragen, wenn ihr eure Haut vorher gereinigt habt und auch die Salbe komplett einziehen lassen, bevor ihr irgendwelche Klamotten anzieht. Ganz wichtig. Alternativ kann man zum Beispiel auch Teebaumöl verwenden. Teebaumöl wirkt nämlich ebenfalls antibakteriell und antientzündlich und das verhindert halt, dass die Bakterien sich einfach noch mehr vermehren und hilft auch bei der Abheilung von verschiedenen Wunden. Aber Achtung bei Teebaumöl, denn Teebaumöl in Deutschland unterliegt nicht der Arzneimittelverordnung. Das bedeutet, dass Teebaumöl unter Umständen von schlechter Qualität sein könnte. Deshalb auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr Teebaumöl verwendet, benutzt wirklich qualitativ hochwertiges Teebaumöl. Wenn du Probleme am Hinterteil hast mit so miesen, kleinen, ekligen Dingern, dann solltest du auf jeden Fall auf lockere Kleidung setzen. Versuche, die harte, eng sitzende Jeans im Kleiderschrank zu lassen, denn die erzeugt Reibung und das kann unter Umständen dazu führen, dass du noch mal Pickelchen bekommst. Aus dem Grund nutze locker, lässig sitzende Kleidung. Und auch auf atmungsaktive Wäsche setzen aus natürlichen Stoffen, wie zum Beispiel Baumwolle. Das hilft ebenfalls, diese Dinger loszuwerden. Denn immer dran denken, umso luftiger das untenrum ist, umso gesünder ist es für die Haut, umso schneller wirst du die Teile nämlich auch los. Wenn man zu viel von irgendwas bekommt, dann ist es meistens nie gut. Zum Beispiel bei Sonne. Wenn man zu viel Sonne bekommt, dann kann das natürlich gesundheitliche Probleme mit sich führen, wie zum Beispiel Sonnenbrand oder Hautkrebs. Aber wenn man ein gesundes Maß an Sonne bekommt und der Körper ein gesundes Maß an Sonne erhält, ist das tatsächlich fördernd für die Haut. Denn ein gesundes Maß an UV-Licht oder an Sonneneinstrahlung fördert die körpereigene Produktion von Vitamin D. Und das ist gut, auch für deine Pickelchen am Hinterteil. Denn die Sonne hilft nämlich, die Pickelchen da hinten schneller auszutrocknen. Und wenn du einfach mal im Urlaub bist, dann ziehst du einfach mal blank, streckst deine Sonne Richtung
deine Sonne Richtung Arsch scheint, dein Arsch Richtung Sonne und lässt es dir einfach mal auf den Allerwertesten scheinen. Wenn solche Beschwerden länger als 4 Wochen anhalten und es tatsächlich am Hinterteil zu richtig krassen Entzündungen kommt, dann solltet ihr definitiv einen Dermatologen aufsuchen. Und kommt nicht auf die Idee, aus Scham nicht zum Arzt zu gehen, denn das kann das Ganze einfach nur noch verschlimmern. Also wenn ihr ein Problem habt, dann handelt, macht was dagegen und findet eine Lösung. Falls es noch weitere Themen gibt, die ich in meinen Videos unbedingt mal ansprechen sollte oder zu denen ihr Tipps benötigt, dann schreibt es gerne unten in die Infobox rein. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich euch mit meinen Videos ein bisschen weiterhelfen kann und wünsche euch allen da draußen jetzt einen wundervollen, reinen und weichen Babypopo.